mal ganz gerne zeigen. Und einen kurzen Checkout. Das wäre so die Idee. Und wir würden jetzt einfach mal mit einem Check-in anfangen. Und da haben wir zwei Fragen für euch. Wenn ihr an Meetings denkt, was kommt euch denn so in den Sinn und was für Emotionen kommen da so bei euch an? Wir würden es einfach im Raum ein bisschen mitschreiben. Also gerne melden und wir schreiben, oder Philipp schreibt gleich. Schreiben es mit. Genau. Gerne auch in Chat schreiben. Gerne auch in Chat oder melden und dann gleich sagen. Dann ist es vielleicht einfacher. Zeitfresser. Zeitfresser. Kann ich mitgehen auf jeden Fall. Zeitfresser. Fast nicht produktiv. Zeitfresser, nicht produktiv haben wir hier. Nicht strukturiert. Nicht strukturiert. Wichtiger Kontakt. Wichtiger Kontakt. Ja, ich glaube, da soll ich mitschreiben, oder? Nicht produktiv, nicht strukturiert. Wichtiger Kontakt. Musst du viel schreiben jetzt? Das passt schon. Ich poste jetzt mit. Das passt schon, alles noch. Wichtiger Kontakt. Ja, ich mache das schon. Eine klare Zielsetzung. Eine klare Zielsetzung. Oder wenn es gut läuft, klare Zielsetzung. Wieder klare Zielsetzung. Also das Thema Zielsetzung ist das Thema. Monologe. Monologe. Ja. Kann ich auch mitgehen. Überraschungsei. Man weiß nie im Voraus. Wird es gut? Kommt was bei rum? Überraschungsei. Kleinen Moment. Es sind sehr viele Meldungen. Ich würde mal kurz online gehen, wenn es okay ist. Für Candy Crush. Leider häufig zu wenig Vorbereitung für die Meetings. Also es kommt keine Agenda, keine Zielsetzung. Ich weiß nicht, warum ich da hin muss. Okay, super. Keine Vorbereitung. Oftmals. Im Chat steht auch ein bisschen was. Hätte das Meeting nicht eine E-Mail sein können? Guter Punkt. Zeitverschwendung. Die Vorbereitung wenig Outcome gehört dazu. Mhm. Nur die sollten teilnehmen, die auch einen Unterschied machen. Also, welche Rollen sind dabei? Genau, nicht rollenspezifisch, kein Fokus. Genau. Der Simon hat noch eine Anmerkung online jetzt mal. Ich bin offline. Hat sich reingemogelt hier. Die Frage, ob das Meeting nicht auch eine E-Mail oder ein Chat hätte sein können. Also statt was Synchrones, mit was Asynchrones. Genau, was Asynchrones statt Synchron. Auf kein Meeting knicke. Also wie gehen wir im Meeting miteinander um? Nutzen wir auch unsere Kollegen, die hybrid zugeschaltet sind? Mhm, genau, auch ein Thema. Ich glaube, du hattest noch was, gell? Ja, ist schon ein bisschen angesprochen worden. Teilnehmerkreis, also unklarer Teilnehmerkreis oder klarer Teilnehmerkreis. Warum sind eigentlich genau die Personen jetzt eingeladen, die jetzt dabei sind an der Stelle? Ne? Also ja. Auch für einen selbst, ja, aber auch für alle anderen. Mhm. Ich frage mich, warum bin ich eingeladen? Aber ich frage mich auch, warum bist du eigentlich jetzt dabei? Warum bist du dabei? Warum bist also du die dabei? Rollenunklarheit einfach im Termin. Genau, genau. Super. Aber haben wir schon ganz viele Sachen. Also ich glaube, und das sind alles Dinge, auf die wir auch gestoßen sind und auch der Auftrag, wie der entstanden ist. Und also auch dieses Rollenthema finde ich auch ein ganz spannendes, weil wir auch festgestellt haben im Laufe des Prozesses. Also es gibt die Meetings, wo halt, wer eingeladen ist, ist wichtig sozusagen. Es gibt aber auch Meetings, wo man einfach mal alle einlädt, weil man jemanden auslassen will. Also die netten Menschen, die dann sagen, ich lade halt mal alle möglichen Leute ein, weil der könnte sich ja irgendwie schlecht fühlen, wenn er nicht eingeladen ist. Und dann hat man immer so ein Sammelsurium an Personen und es ist eigentlich total unklar, was ist die Rolle, was ist der Auftrag, was wird hier eigentlich getan, sind überhaupt alle wichtig. Und ich glaube, die Quintessenz, was wir aus diesen ganzen Sachen sehen, ist, dass die Kalender gerade durch diese Pandemiezeit voll ist und wir gar keine Zeit mehr haben zum richtigen Arbeiten. Kennt ihr die Situation? Letztes Meeting heute, jetzt kann ich endlich was arbeiten. Und das führt jetzt auch dazu, also ich merke, dass sich die Leute halt voll ballern mit Blockern. Und damit sieht man gar nicht mehr, ob er wirklich mal ein Freeze-Face wäre. Es ist überall komplett blau. Dann musst du denjenigen anschreiben und sagen, hey, hast du da Zeit? Ja. Das genau darauf basierend, finde ich, wird das Ganze ineffizient, auch genau. Zum Organisieren, vor allem selbst. Ne? Mhm. Wie viel Zeit ich damit verbringe, dann mich zu entscheiden, nehme ich daran teil, nehme ich nicht daran teil, was ist jetzt ein Alibi-Blocker, was ist ein wirklicher Blocker und so weiter. Dann fange ich an zu chatten, hast du nicht doch Zeit und so weiter. Ja, für Time Invest. Für einige Dinge, also null mehr. Ne? Also
Oder das Vorbereitungsmeeting für das Vorbereitungsmeeting. Ja, genau. Ja. Lasst uns doch mal treffen, damit wir was vorbereiten können, was wir dann irgendwann. Okay, ich glaube, wir sind alle auf der gleichen Linie. Auch wenn wir in unterschiedlichen Unternehmen teilweise arbeiten, haben wir, glaube ich, die gleiche Erfahrung und haben die gleiche Schwierigkeit. Ich würde das mal an dich übergeben. Ja, ja. Ja, vielen Dank. Also es ist echt sehr ähnlich wie das, worauf wir auch gestoßen waren. Und zwei Sachen dazu noch erstmal. Ich finde, es ist ein krasser Leidensdruck, der dahinter steht. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist ja eigentlich, Meetings sind und ist unsere Arbeit. Und was du gerade gesagt hast, oh, Meetings vorbei, jetzt können wir anfangen zu arbeiten, was man auch macht. Ne? Welcher Stress und was eben Effizienz damit kommt. Und das andere ist, was ich jetzt bei der Übung total spannend fand, bis auf eine Person waren es alles negative Sachen, negativ konnotierte Sachen. Ich war total überrascht, dass jemand gesagt hat, wichtiger Kontakt, weil ich höre das ganz selten, aber es wäre wunderschön, wenn wir das stärken könnten. Ja? Und das war unsere Idee. Könntest du weiter? Ja. Als wir vor ein paar Monaten, irgendwie so einen Auftrag gekriegt haben von unserem Chef, ja, macht mal was zu Meetings. Und weil wir den Leidensdruck so wahrgenommen haben und natürlich auch selber kennen, war eigentlich so dieser Typ hier, das hat eigentlich irgendwie unsere Gefühlslage so beschrieben. Wir dachten so, ja super, das ist total wichtig. Und wir hatten sofort die Lösung im Kopf. Ja. Wir haben gesagt, also ja, da ist irgendwie viel auch Unsicherheit und Unkenntnis, wie man es besser machen kann da draußen. Ja, logisch, wir haben ganz viele praktische Tipps, wie man es besser machen kann. Wir machen natürlich einen Guide. Ja. Wir haben ganz viele Tools über unsere Arbeit, über unsere Work-Learning-Journeys, ja, die Community. Unser Kopf ist voll von Tipps, wie man es besser machen kann. Ja, logisch, wir geben Tipps, machen wir Meeting-Culture-Guide, ja. Super euphorisch. Ja, ja, haben auch schon losgelegt, ja. Dann kam so ein bisschen die Ernüchterung. Oh Mist, dann haben wir natürlich auch ein bisschen recherchiert, haben wir gemerkt, oh, da sind ja schon eigentlich 100 da draußen. Bei der SAP haben wir, glaube ich, Dutzende gefunden, ja. Und dann irgendwie von der Partnereinheit, ja, mit dem was quasi identisches, ja. Und dann haben wir erstmal so, das war ganz spannend, und darüber wollen wir jetzt mal reflektieren, genau. Wie sind wir damit umgegangen. Genau. So. Und vielleicht auch spannend zu sehen, welche Bandbreite wir hatten. Also wir hatten wirklich von den technischen Tipps bis zu kulturellen Tipps, wie verhalte ich mich eigentlich im Meeting, bis auch dieses, wo gebe ich in der Betreffszeile im Outlook das Subject ein. Also ganz toll, oder schicke ich eine Agenda vorher oder nicht. Also das hatten wir auch, wir haben alles gefunden und ich fand es unglaublich. Und jetzt wollen wir halt, also wir reden nachher noch kurz über das Produkt, ja. Aber jetzt mal kurz erstmal über unsere Learnings, wie sind wir damit umgegangen und wie haben wir das dann ins Produkt einfließen lassen. Weil erstmal war nicht so viel mit Lernen, sondern eher so ein bisschen so bockiges Kind. Nee, wir machen es ja trotzdem. Das war zumindest meine Gefühlslage, ja. Ja, ich hatte auch das Gefühl, der Auftraggeber wollte es, dass wir es trotzdem. Könnte auch eine Rolle gespielt haben, genau. Klare Idee, wie es werden soll vom Auftraggeber. Aber jetzt kannst du, nee, wir machen es trotzdem, aber wir machen es natürlich besser. Wenn wir das machen, ist es was Besonderes. So. Das ist eine Sache. Also das heißt, ich würde mal sagen, die erste Stufe war, wir hatten halt diese Glaubenssätze so fast schon im Kopf so. Ja, New Work, wir reden über Mindset, wird bestimmt ganz anders und besser. So, ne? Und das war so eine erste Lernerfahrung und da haben wir uns echt ein paar Wochen so drum gekreist. War dann auch nicht so produktiv, wir haben es von links nach rechts gedreht, von rechts nach links ein bisschen verändert. Und haben aber dann halt, und das war dann so die nächste Ebene des Lernens. Ja, es hat uns geholfen, das mal zu hinterfragen. Ich meine, es ist jetzt ein alter Hut, so fragt Kunden oder fragt nach, wie es ankommt. Viele so Tests schon im frühen Stadium. Also ist jetzt nichts Neues, sorry, aber es hat uns trotzdem wahnsinnig geholfen, weil da haben wir gemerkt, nee, es muss was anderes sein. Genau. Also getestet, am Anfang war es ja gar nicht für Testen, wir haben erstmal so die Bedarfe halt abgefragt. Genau, also wir hatten Co-Creation-Sessions mit verschiedenen Communities und haben einfach mal abgefragt und kamen mit unserer riesigen Idee und die wurde natürlich komplett niedergemacht, zu Recht. Witzig war, dass in dieser Session am Anfang die Leute überhaupt keine Energie hatten, wir hatten riesige Energie und nach der Session hatten die Leute riesige Energie und wir gar keine Energie mehr. Wir waren so ein bisschen frustriert eigentlich schon fast. Aber das Learning war halt, also sich dem zu stellen, irgendwie so, auch wenn man am Anfang, es hat mehr Spaß gemacht, wenn wir so like-minded people gefragt haben, weil die haben so gesagt, ja, ganz toll so. Und eigentlich so richtig, richtig hilfreich war, wenn wir halt einfach wirklich ganz andere Leute aus ganz anderen Einheiten, die das dann auch ziemlich zerrissen haben. Ja, das hat echt wehgetan, aber letzten Endes hat es uns schon geholfen dann. Und schließlich, na, Lernen, es geht heute um Lernen, das ist zwar unser eigener Lernprozess, aber natürlich das Wichtigste ist, Wie können wir da was machen und entwickeln, dass es dann unseren Kunden, Kundinnen, also euch allen und uns, den ganzen Kollegen draußen hilft, dass wir bei denen Lernen anstoßen. Weil das war so der letzte
würde ich mal sagen, Glaubenssatz, den wir dann auch über Bord werfen mussten. Nur mit Tipps ist es halt nicht getan, weil wenn wir von Meetings sprechen, sind das super tiefgehende Patterns, die dem eigentlich zugrunde liegen. Also da muss schon ganz schön viel passieren, dass wir alle oder Leute das in die Hand nehmen und wirklich was verändern. A, weil viele sich ganz einfach passiv reinsetzen, meckern sehr aktiv, aber verändern eher passiv sind, konsumieren. Und auch das war so eine Sache, wir haben es dann gemerkt, dass es unheimlich schwer fällt, da auch mal was, sag ich mal, zu kritisieren. Ja? Weil du trittst sofort dem Kollegen, der ja moderiert, auf die Füße. Also um Lernen dann anzustoßen mit dem Produkt, braucht es wirklich was anderes als halt nur Tipps. Und das war so das Traum davon. Genau. Ich weiß nicht, wollen wir kurz noch, ja? noch einmal sagen, was bevor wir aufs Produkt kommen, was uns halt geholfen hat, tatsächlich das in Lernen zu kommen. Das eine haben wir schon gesagt, dieses Change of Perspectives, also wirklich immer wieder nicht von sich selbst ausgehen, sondern Fragen, so fremd, so anders wie möglich. Und dann haben wir noch was mitgenommen, mit aufgenommen, was uns so aus der New Work-Sicht total wichtig ist, das ist das Tension Sharing. Obwohl wir uns wirklich super verstehen und wir haben mit einer Kollegin aus dem App-Haus gesprochen, es hat so Spaß gemacht und einfach auch war so eine tolle Atmosphäre und wir haben uns gemobbt und haben an einem Strang gezogen. Es war echt nicht leicht, das mal zu äußern. Also wir hatten ein ziemlich gutes Bauchgefühl, wenn es gerade blöd gelaufen ist eigentlich. Aber dieses Tension-Sharing, hey Leute, wir sind auf dem falschen Weg, wir können jetzt noch ein paar Wochen so weitermachen und es tut mir jetzt total leid, dass ich deine Arbeit jetzt damit fast zunichte machen, so, was du da jetzt entwickelt hast, aber ich bin nicht überzeugt davon, ja. Und das hat echt, das erfordert ziemlich viel Vertrauen. Ich weiß nicht, wie ist es denn uns gelungen? Hast du eine Idee? Warum? Wir haben es, glaube ich, schon ganz gut hingekriegt dann, aber so. Ich glaube, ich viel uns in die Augen geguckt und einfach versucht, es auszusprechen und darauf vertraut, dass die Beziehung hält. Aber es ist einfach gewesen. Ja, ja. Hat euch physisch in die Augen geschaut oder virtuell? Physisch. Also physisch und auch virtuell, aber das ist auch ein guter Punkt, dass man halt über das physisch in die Augen schauen, geht es auch einfacher. Das merkt man. Wobei oftmals Reflexionen auch im virtuellen Raum stattgefunden haben. Also wir kamen von der Idee, wir bauen einen Guide, zu der Idee, wir kreieren ein Spiel. Und haben dann quasi gesagt, wir brauchen irgendwas, was man im Raum machen kann, aber auch virtuell. Dann haben wir mit einer Papierversion angefangen, haben dann Tests gemacht mit verschiedenen Gruppen, sind dann in eine Online-Welt gegangen, in eine virtuelle Welt, haben festgestellt, dass auch, wie es auf Papier funktioniert, funktioniert es in der Online-Welt nicht. Dann haben wir diese Online-Version gebaut. Und dann im Moment sind wir gerade wieder dabei, das auf diese Papierversion zu drehen und merken aber, dass es doch noch ein paar Hiccups und komplizierte Dinge in dieser Papierversion gibt. Also da haben wir gemerkt, dass wir unheimlich viele Schleifen gedreht haben. Ich gebe euch ein Beispiel, was unser Learning war. Kartenspiele und mit Karten zu spielen, das macht total Spaß. Das lässt sich aber online kaum abbilden. Weil Dinge auf Whiteboards zu schieben, das ist wirklich Wahnsinn. Geht nicht, da hast du gar nicht den Platz, du hast nicht den Bildschirm, das kannst du überhaupt nicht. Also da haben uns auch die Tools dann irgendwann gefehlt, wie wir das besser abbilden können. Wir sind mittlerweile in einem Mirrorboard gelandet und haben dort Boards. Wenn du Boards hast, lässt sich es nicht gut ausdrucken. Das ist die Kontra-Geschichte, weil wir halt immer drauf geguckt haben, soll da auf dem A4-Drucker ausdruckbar sein, dass es jeder ausdrucken kann. Wir wollen vielleicht auch noch ein paar Spiele produzieren, da werden wir jetzt noch mal reingucken, ob wir noch mal am Design irgendwie was drehen. Aber das waren so diese Hiccups, die wir immer wieder hatten. Da würde ich ganz gerne Best Practice von uns geben. Also wir nutzen Miro, instead of Whiteboard und da funktioniert das sehr gut. Also da kann man auch Karten und so weiter ganz smooth schieben, das funktioniert. Ja, wir nutzen auch Mirror, aber wenn du halt sehr viele Karten hast, dann ist es irgendwann breit, ja. dann das zuzuordnen. Und du musst die Beschreibung, was muss ich denn im Online-Kontext machen, dann werden die Beschreibungen irgendwann so lang, was man zu machen hat, wie man was anzuordnen hat. Also wir werden euch die Produkte gleich mal zeigen auch. Hat mir jetzt besser vorstellen. Genau. Vielleicht jetzt, oder? Ja, ich weiß nicht, gibt's. Ich glaube. Wir haben eine Frage zu dem Austausch und diesem User-Testing. Mit wem habt ihr euch ausgetauscht? Also jetzt nicht Namen, sondern war das Fokus auf Waldorf, auf Deutschland, Europa, global? Frage. Auf die, sag mal, unterste Workforce, also Mitarbeiterebene oder auch hierarchisch? Wenn hierarchisch, das, wie weit seid ihr nach oben? Also in der Papierversion waren wir erstmal im Waldorfer Umfeld unterwegs, weil wir natürlich Leute vor Ort gebraucht haben, die nicht gereist sind.
Das war dann auf Waldorfer Ebene. Im virtuellen Kontext sind wir auf europäische Ebene, Mitarbeiterebene gegangen. Wir sind dann nochmal in einem späteren Testing, als wir die CrossFit-Variante gebaut haben, sind wir nochmal in eine Hierarchie reingegangen auch. Also so ein bisschen versucht, das abzugreifen. Ja. Was wir nicht haben, ist Asien und USA, die haben wir nicht getestet. Nee, aber nicht getestet, aber zum Beispiel Kollegen in Brasilien waren mal dabei. Also es ist ja so ein alter Grund, das müssen gar nicht viele sein, Testpersonen, aber möglichst wäre es halt, ihre Perspektiven. Aber halt auch, ne, also wir haben schon versucht, aber irgendwo hat es dann auch Grenzen. Also wenn der Aufwand, den da reinfließt, ist größer als der Entwicklungsaufwand ist, muss irgendwie so ein bisschen im Gleichgewicht auf. Vielleicht noch dazu, wir haben mit Teams getestet. Also Teams, die wirklich Teams sind und was miteinander zu tun haben und die wirklich Termine haben. Das war uns auch wichtig, dass wir in Teams reingehen. Wir haben gemerkt, dass wenn Development-Teams schon sehr agil arbeiten, dann sind sie bei dem Meeting-Thema eigentlich ziemlich gut dabei. Also da brauchen sie nicht so viel Hilfe, aber wir haben auch viele Teams entdeckt, die wo einfache, ist ja interessant, einen Moderator zu nehmen, hilft vielleicht. Das hättest du jetzt einem agilen Team nicht unbedingt sagen müssen, die wissen das ja. Da gibt es eine ganz große Bandbreite, was für jemanden ein guter Tipp ist und jemand anders sagt, das machen wir doch schon die ganze Zeit. Und da muss man auf diese Facetten. Gucken wir noch zu euch draußen. Wir würden jetzt dann gleich mal kurz mit dem Produkt weitermachen, aber ich weiß, dann gibt es dazu noch eine Frage, eine Resonanz. Und sonst, also ihr meldet euch einfach. Sonst tatsächlich, glaube ich, ist jetzt mal gut, mal zu zeigen, was wir da überhaupt gemacht haben. Genau, und bevor wir ins Produkt direkt reinspringen, vielleicht noch eine ganz kurze Folie, was es eigentlich ist. Also im Endeffekt ist es eine Art Spiel geworden. Es fühlt sich im Papierversion eher wie ein Spiel an. In dieser Mural-Version fühlt es sich nicht so wie ein Spiel an, weil wir jetzt halt mittlerweile alle an diese Mural-Workshops gewöhnt sind. Also das muss man auch gleich dazu sagen. Es sollte eine Gruppe aus einem Team sein, 2 bis 5 Leute. Wir sagen immer, es muss nicht das komplette Team sein. Hier fokussieren wir auch darauf, dass man nicht die Zeit von einem ganzen Team blocken sollte und auch vertrauen sollte, dass einfach mal 2 bis 5 Leute vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge für eine Meeting-Landscape haben und es dann einfach mal umsetzen. Also Workout auch haben wir bewusst gewählt, weil Workout soll auch für uns was sein, dass man muss es immer wieder machen. Man muss immer wieder sich diese Termine angucken und gucken, dass man da dran bleibt an der Sache, dass es nicht, ich mache das jetzt einmal und dann habe ich meine Meetings auch immer richtig aufgesetzt, sondern man muss sich immer wieder bewusst machen, was bedeutet es denn und was muss man denn tun und dadurch kann man das immer wieder machen. Deswegen so 2 bis 5 Athleten, wir sprechen jetzt von Athleten und es ist gut, einen Facilitator zu haben, der sich das Ding vorher mal anguckt. Also ihr kennt das bei komplizierten Spielen, die ihr schon gespielt habt. Wenn man da als Gruppe zum ersten Mal dran sitzt und keiner hat die Anleitung gelesen, schlechte Idee. Also gut ist immer, einer guckt sich's mal an. Wir haben auch verschiedene Videos mittlerweile produziert, die verfügbar sind, wo man nochmal so erklärt kriegt, was ist es denn? Was macht man denn da? Genau. Habe ich was vergessen? Nee. Nee. Dann würde ich jetzt in die Online-Version mal zuerst reingehen. Macht das Sinn? Ich denke schon, oder? Ja. Genau. Also jetzt würde ich mal in die Online-Version reingehen, in die Mural-Version. Kurze Frage, gibt es die Möglichkeit, die Bildschirme zu switchen, weil ich glaube, wir hier sind, das nicht so gut lesen. Ja, das muss man die Fragen geben. Dankeschön. Ich weiß es nicht, es wäre auch schon getan, wenn ich aus dem Weg ging. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich da stand. Also hier habe ich einmal, und das kriegt ihr auch später, das können wir gerne später teilen, das ist das App-Haus, tut in einem Innovation-Toolkit immer die Materialien zur Verfügung stellen. Also das ist eine Seite im Internet, da könnt ihr drauf gehen. Da findet ihr auch hier das Video dazu. Das Video haben wir im Moment für die Online-Version. Für die Papier-Version ist es noch nicht drauf, oder? Philipp, bin ich richtig? Okay, ist noch nicht fertig. Und hier ist nochmal eine Beschreibung, was man macht. Und hier sind nochmal die Materialien, findet ihr dann unten. Und ich würde jetzt einfach mal in die Mural-Version hier reinhüpfen. Und ich gut lädt jetzt. Ja, sieht gut aus. Man kann sich das quasi, das ist als Template abgespeichert und man kann sich das runterziehen und kann es dann einfach nutzen für sein Team. Also so ist es gedacht. Und jetzt mache ich es mal hier größer, dass man das auch sieht, wie es aufgebaut ist. Ich habe gerade versucht, auf das Miro-Board zu gehen. Ich komme leider nicht drauf. Über den Link. Okay. Müssen wir nochmal fragen, was da der Grund ist. Eigentlich sollte es funktionieren. Man muss sich anmelden. Ich habe es auch gerade probiert. Ich habe Miro als Gast nicht drauf. Okay. Okay. Probier's also,
Genau, probier es einfach nochmal. Wenn ich nochmal anschreiben, wir können uns nochmal drum kümmern oder gucken, was da das Problem ist. Also hier seht ihr nochmal eine kurze Beschreibung des Ziels und die Benefits, auch dass man vielleicht einen Timekeeper hat, das wäre ganz gut. Und was man dann konkret macht. Also ganz praktisch, geht in euren Kalender rein, guckt euch mal die letzten 3 Monate an, was für regelmäßige Termine habt ihr und sammelt die. Also der erste Schritt ist erstmal Collect Your Meetings. Und das kann man 2 bis 5 Leute machen, kann gucken. Es gibt hier so ein paar Beispiele. Ich mache das mal noch ein kleines bisschen größer, dass man es besser sieht. Zum Beispiel Team-Meeting oder Daily Stand-Up oder Sync oder Retro. Haben wir schon ein paar vorgefertigte Meetings da. Aber eigentlich ist unten drunter eine leere Meetingkarte. Und hier sollte man den Titel reinschreiben und den Purpose kurz beschreiben. Und wirklich ganz spezifisch. Also bevor man sagt, ah ja, wir nehmen mal das Sync-Meeting und das ist dann das und das Daily-Meeting. Also lieber konkret, damit man hinterher keine Diskussion hat. Welches Meeting meinen wir jetzt damit? Sonst wird es schwierig. Also ganz konkret erstmal alles sammeln. Schritt 1. Schritt 2, was wieder kleiner, damit ihr es besser seht, den Überblick. Schritt 2 wäre, ich mappe jetzt diese Meetings. Also ich habe jetzt verschiedene Meetings, wie Team-Meeting oder Daily Sync. Und dann habe ich hier ein Grid. Und da kann ich sehen, einmal habe ich hier, ich lese es euch vor, dass ihr es auch seht, also Value of the Meeting, also was ist der Wert des Meetings und was ist die Struktur am Purpose orientiert. Und das ist immer schon ganz spannend, wenn die Teams reingehen und mal diskutieren, ist es ein gutes Meeting oder kein gutes Meeting? Ist es wertvoll und schlecht strukturiert vielleicht? Also wir haben hier 4 Felder jetzt insgesamt. Wäre gut, wenn man das tauschen könnte. Ich glaube, das ist ein bisschen klein hier auf dem kleinen Bildschirm. Geht es vielleicht hier vorne anlegen? Mein Panel? Achso. Also man hätte dann quasi, der obere Grid ist so Champion-Standard. Also hier sind die Guten gut strukturiert. Und Simon, weißt du das? Sehr hilfreich. Könnt ihr sonst ich nicht fertig auch noch nicht bedienen, ne? Ob man das. Wenn ihr über Teams sind, den Bildschirm teilt, und es im Fix anzeigt. Einfach in die Kabel tauschen. Ja. Yes. Kleine Wunder geht schnell, Größe dauert ein bisschen länger. Also hier nochmal der Wert des Meetings und hier einmal die Struktur orientiert am Purpose. Da haben wir einmal hier, das sind die Meetings, die gut laufen, die sind gut strukturiert und die sind wertvoll für die Teilnehmer. Die hier sind schwierig. Also wir haben das Nikila-Konon genannt. Also das ist schwierig. Also weder gut strukturiert, noch bringt es viel Wert. Nicole, ganz kurz, die Leute online kriegen nicht mit, was du zeigst. Aber du musst jetzt die Kamera nicht. Ja, stimmt. Ah, da muss ich jetzt mit okay, dann muss ich mit dir hier. Okay. Danke für den Hinweis, Markus. Wir lernen dazu. Also hier unten sind jetzt quasi die Termine, die nicht gut sind. Und oben rechts sind die Meetings, die gut sind. Dazwischen haben wir so Kategorien wie ein gutes Meeting, aber schlecht strukturiert oder das Thema, ja gut strukturiert, aber der Wert ist nicht so richtig klar für diesen Termin. Das sind so diese 2 Dinge zwischendrin. Wir sind auch hier, hatten wir viele Lernmöglichkeiten. Also wir sind von einer Leiste ausgegangen, wir haben es in Grid reingepackt, wir haben die verschiedenen Ebenen verändert nochmal und haben nochmal geschaut, was da ist und ob das passt für die Leute. Wir haben auch festgestellt, die Leute tun sich schwer, wenn sie verantwortlich sind für ein Meeting, zu sagen, das ist schlecht strukturiert. Also das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass das dann schwierig ist. Weiter geht's. An der Stelle muss ich mich jetzt entscheiden und ich habe jetzt hier 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ich picke ein Meeting raus, dann würde ich in die CrossFit-Pink-Variante reingehen oder ich schaue mir die Landscape an. Und die Landscape bedeutet CrossFit, also ich schaue mir verschiedene Muster an. Was für Muster habe ich denn in den Terminen? Idee hierhinter ist, dass wenn ich konkret einen Termin ändere mit Ideen und das schon mal umsetze, das ist eine gute Variante, das zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in so einer PMO-Rolle bin oder wenn ich im unteren Management bin und habe ganz, ganz viele Termine, habe ich auch eine Landscape. Sprich, fange ich an einem Ende was zu verändern, verändert sich was an einer anderen Stelle. Ich zeige euch kurz die Varianten. Variante 1, CrossFit, die Landscape. Ich nehme als erstes die Sachen, die gut sind und mache ein kurzes Brainstorming hier in diesem Bereich. Was läuft denn gut? Einfach mal zum Ausspeichern an dem Termin. Also ich packe die Termine, die gut sind, rein. Kurz, jeder hat Zeit, ein paar Minuten und schreibt 3 Punkte auf, was läuft denn gut.
Da kann ich schon mal was lernen und einfach ausspeichern. Schritt Nummer 2. Ich nehme die Dinge, die schlecht sind, die Meetings, die schlecht sind, und überlege, ob ich die vielleicht asynchron oder als E-Mail machen könnte, oder brauche ich den Termin überhaupt? Kann ich die rausstreichen aus meinem Kalender? Sind das Termine, die ich benötige? Also da gibt es hier an der Seite gibt's so ein paar Advice-Karten, wo auch too many topics oder es ist das falsche Format oder die People, also die Leute sind eigentlich nicht konzentriert und nicht engaged. Also da habe ich die Möglichkeit zu sagen, hier schmeiße ich Dinge raus. Das ist am schmerzhaftesten, da tun sich die Leute sehr schwer, könnt ihr euch vorstellen. Termine, die ich nicht hier rausschmeißen möchte oder asynchron machen möchte, kann ich weiterziehen. Jetzt komme ich nämlich zu den zwei anderen Clustern. Die zwei anderen Cluster betrachte ich unten. Die würde ich dann hier runterheften quasi in diesen Bereich rein. Und hier habe ich jetzt nochmal so ein paar Inspirationen zum Thema Engagement, Efficiency und Atmosphäre. Also zum Beispiel habe ich eine offene Atmosphäre oder traut sich keiner was zu sagen. Ich habe hier nochmal so ein paar Tipps und Tricks oder ist der Fokus unklar von dem Termin oder Produktivität. Also das soll einfach so ein bisschen Ideen geben, in welche Richtung es geht. Also es geht auch in Richtung Rollen zum Beispiel. Sind die Rollen unklar? Wen habe ich denn da drin? Und da merkt man, dass einige halt sehr weit sind schon in ihrem Denken und in ihren Meetingstrukturen. Und bei einigen klickt es da richtig. Das kannst du richtig sehen. Und die Idee ist hier, dass jeder so drei Herzchen nimmt und quasi die auf die Inspirationskarten setzt und dann quasi man die mit runterzieht und sich dann überlegt, welche Muster hat man, zu welchen Terminen, hier unten, und sich dann überlegt, welche Termine betrifft es und dann quasi ganz konkret im nächsten Schritt überlegt, was mache ich denn jetzt anders? Und es geht immer darum, nicht alles neu zu machen, sondern nehmt euch drei Punkte mit, probiert es schnell aus und reflektiert, ob es gut war oder nicht gut war. Und wenn nicht, dann macht das halt nochmal oder macht was Neues oder verändert was anderes. Also hier geht es ganz konkret drauf, lest nicht den Guide mit den 40 Seiten durch und setzt jetzt alles um, sondern probiert mal zu überlegen, wo ist der größte Pain in eurem eigenen Kalender und setzt ein, zwei Sachen um, testet es aus und dann macht weiter oder macht es rückgängig, wie auch immer. CrossFit. Wenn ich in die CoreFit-Variante reingehe, ihr seht schon, es ist sehr anspruchsvoll, das ist nicht so ein ganz kleines Spiel, dann würde ich jetzt einen Termin nehmen und würde diesen Termin hier reinziehen. Und auch hier ist wieder kurzes Brainstorming, was läuft denn schon gut? Was läuft denn nicht so gut an dem Termin? Habe ich vielleicht Fragen oder habe ich schon erste Ideen, was ich verändern kann? Kurzes Ausspeichern von den Dingen, die man so im Kopf hat. Weil wir festgestellt haben, wenn wir gleich mit Inspiration ums Eck kommen, dann steigen uns die Leute aus, weil sie selbst schon Gedanken haben. Also kurzes Ausspeichern der Dinge und danach geht es auch wieder hier in verschiedene Inspirationen rein und die drehen sich jetzt um das Thema Logistisches. Also wir haben zum Beispiel, fand ich sehr spannend, die Diskussion, wir haben mitgekriegt, dass Leute sehr abgelenkt sind. Also wenn Menschen zum Beispiel den Chat verwenden und es wird präsentiert, gibt es einige, die können sich nicht auf beides konzentrieren und sagen, das macht mich total kirre. Und andere sagen, hey, ich nutze den Chat, damit ich zeigen kann, ich bin auch dabei und ich passe auf. Und einfach das mal als Dialog zu öffnen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Disconnect, wie wollen wir es denn machen oder wie wollen wir es denn handhaben? Gibt es vielleicht eine Zeit, wo wir uns lustige Sachen über den Chat schreiben und dann gibt es halt wieder eine Zeit, wo wir eher dem Ganzen zuhören und gucken, dass wir den Chat entlasten. Oder auch Dinge wie Rollen oder das Thema Purpose, also diese klassischen Team-Meetings, wo ich versuche, 5 Purposes irgendwie zu bedienen und dadurch total unklar wird, was ist denn überhaupt meine Rolle und was machen wir denn hier? Also das ist auch ein Thema. Atmosphäre ist auch, finde ich, ein ganz gutes Thema. Also ich kann halt nicht irgendwie lustig sein, wenn gerade das Thema eigentlich eher ernst ist. Dann sollte ich mir das vielleicht vorher überlegen und das auch so anteasern und das Meeting dementsprechend gestalten. Wenn ich das gemacht habe und die Inspiration durchgelesen habe, dann kann ich hier jetzt mein eigenes Meeting bauen. Das heißt, ich hefte die Karte runter, ich überlege mir, wer soll dabei sein, welche Rollen, welche Target Audience habe ich. Und hier gibt es dann nochmal ganz viele Ideen im unteren Bereich, wo ich sagen kann, hey, welche Channels verwende ich? Welchen Purpose habe ich? Welche Atmosphäre will ich generieren? Hier, welche Agenda-Elemente oder Rollen verwende ich? Und auch hier geht es wieder darum, was bauen, ein paar Veränderungen machen und hier wieder zum Schluss testen, testen, testen. Was mache ich? Was setze ich um konkret? Was teste ich? Das sind die Varianten in der Mural-Version. Wir können es vielleicht hier auch noch mal im Raum kurz zeigen, was wir gemacht haben. Ich weiß nicht, kannst du mir kurz helfen? Ja. Also in der Papierversion ist es momentan so, dass wir das Grid, ich weiß gar nicht, wo ist die Kamera hier? Ja.
Das ist die Paper-Version. Da gibt es keinen Grid von dem ersten, sondern wir haben einen Streifen hier. Wir haben das ein bisschen vereinfacht. Collect. Du hast die anderen schon. Und dann haben wir hier auch die Karten mit den verschiedenen Meetings, die man nehmen kann. Retrospektiven zum Beispiel, ist gut oder nicht gut. Das kann ich dann hier drunter legen, dementsprechend, und kann das anlegen. Ich habe hier auch einen Haufen leere Karten, wo ich einfach nochmal draufschreiben kann, was kann ich denn machen, wie passt es denn. Das ist der eine Teil. Dann wird es als nächstes in die Variante des Crossfits gehen. Da habe ich einen, da habe ich dann auch quasi hier Stopp. Was kann ich stoppen? Was soll ich vielleicht offline oder asynchron machen? Das habe ich hier. Also da kann ich die schlechten Meetings dann zuordnen. Und ich habe hier auch nochmal die Inspirationskarten. Hast du die? Welche hast du genommen? Die Crossfit, glaube ich, aber die hier. Da sind die Crossfit. Da sind dann auch nochmal die Inspirationskarten. Also ich kann das gerne nochmal rumgeben. Da können wir ein bisschen gucken. Setzen wir ganz kurz hier rein. Aber es ist eigentlich genau der gleiche Text in Kartenform dann. Ja. Ich gebe sie auch noch. Und also noch, oder das würde auch so bleiben, ist es halt zum Selbstausdrucken auch. Wie du vorhin schon gesagt hast, echt ganz schön viel Bastelarbeit. Ja? Also hier zum Beispiel, das ist halt einfach wie ein Bierblatt, was man dann ausschneidet und dann falten kann. Manche mögen es, andere mögen es nicht so. Wir wollen es auch beibehalten, weil einfach, wir werden es jetzt auch professionell drucken lassen, aber einfach, ja, wir können es jetzt nicht überall hin verschicken, deswegen werden wir es beibehalten. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, ist es, glaube ich, besser, die vorgestanzten Sachen dann zu holen bei uns irgendwann mal bald. Der Erik hat eine Frage. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, bitte schön. Nicole, eine kurze Frage. Diese Meeting-Analyse, die du eben mit dem Crypt gezeigt hast, also online ist es nicht ganz so einfach zu folgen mit dem Mural, turne ich das als Individuum alleine durch oder mit meinen Athletenkolleginnen, weil dort wird sich die Frage auftun, ich könnte das Meeting für mich ja als relevant und wichtig ansehen und diese Zielgruppe vielleicht auch definieren und ein Kollege oder Kollegin könnte sagen, für mich ist das halt anders. Also ist das meine eigene Einschätzung, wenn ich diesen Plan mache? Die Einschätzung von der Gruppe von Leuten. Und genau diese Diskussion wird euch helfen, rauszufinden, was müssen wir denn verändern? Weil jeder eine unterschiedliche Sicht hat und die auf den Tisch legt quasi in dem Moment. Okay. Also wegen der eine Kollege, der dann sagt, ich finde es total unnötig, das Meeting. Und du sagst, ich find's aber gut. Und dann sie austauschen, warum findest du es gut? Und der andere vielleicht unnötig. Vielleicht ist ja der andere auch in der Rolle dabei. Das könnte ja auch sein. Ja, wir haben das ähnlich im Thema gemacht und ist halt rollenspezifisch sehr abhängig. Jemand sagt, ich brauche das unbedingt und 80% haben gesagt, ist totaler Nonsens. Mhm. Aber gut, danke. Also ein super Einstieg in die Diskussion, weil ja vielleicht ist es ja auch für manche Nonsens, weil sie da gar nicht gebraucht werden. Könnte zum Beispiel sein. Also ein Tipp noch, es sind ja genau 2 bis 5 Leute, also Delegierte von einem Team. Es kann helfen, wenn man vorher eine Abfrage macht. Ja? Also wenn wir einfach mehr, auch da wieder mehr Perspektiven rein. Und wenn ich vorher im Team frage, was sind eigentlich eure beliebtesten Meetings und warum Probleme? Das gibt einem halt einfach einen breiteren Blick drauf. Das ist das eine. Und das andere ist, hier bei dieser, sie ist natürlich, also es ist die Feldermatrix, nicht irgendwo dazwischen wo was hinlegen, sondern die Leute müssten zu einer klaren Bewertung kommen. Weil sonst, also das haben wir auch beobachtet, so Wischiwaschi-Evaluierung, ja, irgendwas dazwischen, so ein bisschen gut, aber auch ein bisschen schwierig. Nee, klar zuordnen, dann weiß man, wie es weitergeht. Genau. Und ich finde gerade diese Diskussion, also ich finde schon allein diese Reflexion, welche Meetings haben wir, ist ja auch spannend, weil jeder wieder was anderes sieht oder denkt, was anderes ist wichtig. Und dann genau die Diskussion, Erik, was du genannt hast, das ist genau das Wichtige, was man hat. Wo man merkt, da kommt ganz viel hoch und ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Und vielleicht muss man einfach die Audience schärfen für das eine oder andere. Man muss sich nochmal genau überlegen, wie baut man es auf, dass es für alle interessant ist, oder man hat vielleicht 2 Teile auch in einem Meeting, oder man macht, oder Leute sagen, hey, für mich ist es wichtig, das zu scheren, quasi verbal, und der andere sagt, hey, ich kann es doch eigentlich auch lesen, asynchron machen. Vielleicht muss man da eine Variante finden und sagen, okay, ich und teile vielleicht schon mal vorher was und mache dann noch und gebe noch mal ein Highlight auf oder sowas. Fragen, Anmerkungen, Ideen. Also ich habe hier mal das noch ein bisschen rumgegeben. Ihr seht hier Karten, also gerne anfassen, greifen. Operative Frage. Die Karten sehen so ein bisschen aus, als ob ihr sie abends mit der Nagelschere rausgeschnitten habt. Genau. Kennt ihr irgendwie Anbieter, wo man sowas sieht?
gerade am Prüfen. Wir sind gerade am Prüfen. Wenn ihr da jemand findet, das haben wir auch total oft, dass man das so ein bisschen schicker irgendwie macht. Ne? Also wir haben... Ist dann bei 1000 Stück oder so los. Also wir haben bei 2 Anfragen draußen und gerade mal 200 Stück so produzieren zu lassen, das ist natürlich ein Problem. Das ist genau die Idee. Und dann kann man auch, wenn man das alles beachten lässt, könnte man zum Beispiel auch mit Farben arbeiten. Ich finde, im Mural ist es ein bisschen leichter zu erkennen, welche Sachen wohin gehören. Wir haben es halt jetzt versucht, in eine Schwarz-Weiß-Variante zu bringen, dass es eigentlich jeder machen kann. Also low-budget-mäßig, wenn man das möchte. Also meine Kinder haben mir ja beim Ausschneiden geholfen. Weil ja, ich war eingespannt. Also die grünen Haken, das war wahrscheinlich. Aber es ist natürlich... Aber es ist natürlich nicht praktikabel. Das meint sind wir noch nicht ganz. Und wir haben gedacht, wir zeigen es euch einfach trotzdem mal in einem Status, der vielleicht noch nicht perfekt ist. Das glaube ich schon. Aber wir haben uns echt Mühe gegeben beim Machen. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Das trifft mich jetzt schon so ein bisschen. In der Nagelschere. Aber ja, genau noch. Ich glaube, so noch ein Feedback oder was geht euch durch den Kopf? Auch jetzt zum Spiel oder zu dem anderen, was ihr auch gehört habt. Ja, super. Ja, also noch eine Frage hätte ich. Gibt das Programm nochmal einen konkreten Output oder liegt es an mir selber dann, wie die Karten gelegt wurden und was hier im Team entschieden wurde, was ich daraus dann mache? Oder kann ich das irgendwie nochmal aus dem Spiel heraus lesen, aus dem Programm raus? Also es gibt Inspiration, wie du die konkret umsetzt, liegt natürlich an den Spielern. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Was wir halt versucht haben, ist es möglichst konkret, dass du eigene Beispiele im Kopf hast. Ich glaube, wenn man einen Guide liest, dann liest man den, aber man macht nichts konkret. Und hier bespricht man, man reibt sich, man reflektiert und macht es konkret an Beispielen aus dem eigenen Umfeld oder aus dem eigenen Kalender, sage ich jetzt mal. Und das hilft dir, glaube ich, danach, Dinge auch eher umzusetzen. Und wir haben auch ganz viele Tipps und Tricks nochmal in den Beschreibungen drin, die dann auch sagen, nehmt euch 2 Sachen raus, verändert die, probiert es aus und dann guckt da, ob es funktioniert oder nicht. Also ganz konkret lieber 2 Sachen und nicht dieses ganzheitliche, ich muss jetzt die ganze Landscape und alles hier und an allen Stellen irgendwas, weil dann machen wir es oft nicht. Also besser ist immer 1-2 Sachen, deswegen ist es genauso gut, einen Termin zu nehmen und zu sagen, lasst uns diesen Termin mal gut aufsetzen und dann gucken wir, was passiert. Oder auch zum Beispiel, finde ich auch vielleicht, Erik, für dich zu deinem Beispiel, wenn ein Termin als nicht sinnvoll erachtet wird. Wir haben im New Work-Umfeld, machen wir es oft so, lass uns den Termin doch mal canceln 4 Wochen und gucken, was passiert. Einfach mal mutig canceln und nach 4 Wochen reflektieren wir, fehlt uns was oder nicht? Und wenn ja, was fehlt uns was und was sollten wir machen? Das hilft auch an ganz vielen Stellen zu sagen, okay, wir gucken mal, ob es... Also wir haben auch mal ein Team-Meeting, haben wir konkret weggelassen, haben gesagt, das bringt gar nichts, das ist nicht sinnvoll. Und dann haben wir es 4 Wochen nicht gemacht, da haben wir festgestellt, irgendwas fehlt uns. Und dann haben wir erst überlegt, was fehlt denn, anstatt halt was zu nehmen und zu versuchen zu verbessern, ist es oftmals auch der einfachere Weg, um was zu verändern. Finde ich sehr gut, dass mit dem erstmal streichen und ausprobieren, was passiert, finde ich wirklich sehr gut. Ich wollte euch fragen, habt ihr denn schon Response von den Mitarbeitern bekommen? Also wie kommt es an? Ist es... Ich finde es jetzt ziemlich umfangreich. Das kann man sagen, boah, also so einen riesen Hickhack mache ich damit jetzt, das läuft doch so weit. Also was bekommt ihr mit? Also wir haben es erst am Montag ging der Link erst an die Belegschaft. Also fresh from the press. Also es ist wirklich ganz frisch, wir haben noch nicht so viele Erfahrungen. Es hat eine Gruppe in Brasilien, eine Leadership-Gruppe hat es getestet und die hat es auch in der Papierform. Die haben uns auch das Feedback gegeben, dass es schon sehr komplex ist. Also es braucht jemand, der sich vorher damit beschäftigt, ganz klar. Was wir machen wollen, ist nochmal zu überlegen, ob wir vielleicht Art Facilitatoren, so Spielleiter, die vielleicht in die Teams reingehen und das anleiten. Ich glaube, dann wird es auch einfacher. Wir haben versucht, hier nochmal, also für die Online-Version haben wir jetzt schon Video. Die andere Version mit dem Video für die Printout-Version wird wahrscheinlich nächste Woche kommen, schätze ich. Da sind wir auch schon im Finalisieren von den letzten Dingen, um nochmal zu erklären. Das hilft dann auch schon mal was, aber es ist nicht einfach. Also es ist nicht so, wir machen mal ganz schnell und beschäftigen uns vorher nicht damit, sondern man muss schon nochmal sich beschäftigen, bevor man dann Nutzen draus hat. Genau, ich glaube, das ist jetzt schon, das Feedback gab es jetzt schon und das wird sicher so noch stärker kommen. Ja. Und überrascht uns nicht. Und ich würde auch sagen, ja, so ist es, weil wir haben ja vorhin das gesehen, ja, und so sind wir auch eingestiegen. Es geht echt um so tiefliegende Patterns auch. Und das haben wir auch beobachtet. Also wenn Teams die Zeit sich nehmen, dann braucht es die Tiefe und die Zeit irgendwie auch. Aber dann kommt man auch an Punkte, wo es danach wahrscheinlich ein bisschen besser wird so.
deswegen ja. Noch ganz kurz zu dir. Also ja, genau, wie du gesagt hast, so ganz konkrete Steps, da gibt es auch in dem Mural Board dann halt unten endet es mit einer, also wo wir die Teams dahin leiten, dass halt diese Steps halt auch definieren. Ja. Ich glaube, ja, eins und zwei. So wie ich es jetzt verstehe, ist das in erster Linie für regelmäßige Meetings gedacht, oder? Weil für mich ist zum Beispiel ein großer Zeitfresser so ein Termin, der von einem Kollegen geschickt wird, mit dem ich normal nicht viel zu tun habe, der dann ohne Ankündigung und ohne Agenda irgendwie ein Meeting reinschickt. Und ich weiß gar nicht, was der von mir will. So, es ist ja dann nichts, wo es sich für mich lohnt, dieses Spiel mit ihm aufzumachen vorher, weil das dann mehr Zeit braucht, als einfach diesen Termin durchzuziehen. Also das ist ja nicht, also wir sagen auch immer Circle of Control. Also ich rede jetzt nicht über das Vorstandsmeeting oder irgendwas, wo ich gar keine Kontrolle habe. Das ist halt, da bin ich gefangen, da liegt es aber an mir vielleicht auch zu sagen oder mutig zu sagen, hey, was ist denn meine Rolle? Also wenn ich das mal gemacht habe und habe mich mit dem Rollenthema beschäftigt, könnte ich ja auch fragen, was ist denn meine Rolle und was ist das Ziel von dem Meeting, um klarzumachen, um was geht es denn überhaupt, also diese Nachfrage zu stellen. Das wäre dann einfach mein Tipp an der Stelle. Aber eigentlich musst du das machst du halt mit Terminen, die du beeinflussen kannst, ja, sonst ist es schwierig. Also ich bin auch mittlerweile so, dass ich dann einfach antworte, tut mir leid, ohne Agenda, ich habe die Zeit einfach nicht, ich muss genau wissen, was du dir von mir erhoffst, weil manchmal ist es dann auch so, man geht in den Termin und stellt fest, ich bin die falsche Ansprechpartnerin dafür. Genau. Und dann ist es Zeitverschwendung für beide Seiten. Nur ist es natürlich erstmal schon frustrierend, dass man sich jetzt damit beschäftigen muss. Es wäre natürlich schöner, wenn alle auf dieser Awareness-Ebene wären, dass sie wissen, ich muss irgendwie einen Termin mal, also wenigstens mal kurz das Ziel reinschreiben. Ja. Also wir haben schon intern mit unseren Abstimmungsterminen wegen den Dingern, wenn jemand eine Agenda nicht mitgeschickt hat, weil ich nehme nicht dran teil, weil das war schon unser interner Witz mittlerweile. Also das ist super. Und ich meine, da lernt man ja was raus, wenn man das auch so dass man lernt irgendwie höhere Ordnung dann. Ja? Also dann hast du mit den Kollegen das nicht gespielt, aber ich mache es ja dann doch besser, indem du eine gute Nachfrage stellst. Also ich kann mir vorstellen, wenn die Teams das unter sich spielen, dass man dann auch vielleicht bewusster Anfragen an andere außerhalb des Teams halt sendet. Ich glaube, hier war noch eine Frage, bevor wir dann. Ich würde ein Detail interessieren. Auf den Karten steht relativ viel Text. Was macht das? Und jetzt habt ihr viel schon geantwortet, dass ihr noch nicht so richtig viel ausprobieren konntet. Aber wir haben, also in der Testphase haben wir ganz viel mit Teams gespielt und haben quasi Feedback schon gekriegt, ja. Was passiert in dem Moment, in dem Sie jetzt überlegen, wo lege ich die, achso, jetzt muss ich erstmal lesen. Bremst das die Sache zu sehr aus oder macht sie ruhig und wertig? Das ist so eure Wahrnehmung gewesen. Ich denke gerade. Ich weiß nicht, ob du schon eine Antwort hast. Ja, also unterschiedlich. Aber wir haben da zum Beispiel, wir schlagen dann vor, dass nicht alle Karten lesen sollen, sondern an der Stelle ist es im Prinzip, dass man die verteilt und dann kriegt jeder 2 bis 3 Karten. Und das habe ich halt erlebt als, genau wie du sagst, Moment der Konzentration. Das haben wir halt genau beobachtet, was passiert, dann gucken die Leute irgendwie so und wissen nicht, wo sie anfangen wollen oder kommen sie ins Nachdenken. Also eher Letzteres, aber es ist auch wieder ein Beispiel, man braucht die Zeit, um sich damit auseinandersetzen zu können. Also es war tatsächlich, indem es aufgeteilt wird und ja thematisch auch so vorstrukturiert ist, war es okay. Und vielleicht habt ihr noch einen Seitenkommentar. Also wir haben es teilweise versucht, auch ein bisschen lustig zu schreiben. Also no party without music zum Beispiel beim Thema Atmosphäre oder sowas. Also wir haben versucht, das ein bisschen. Und man hat dann gemerkt, die Leute haben es gelesen und geschmunzelt. Mhm. Und es hat sie so angesprochen. Also da haben wir schon versucht, auch so ein bisschen darauf zu achten, dass es leichter wird, wie es vielleicht eigentlich ist, weil eigentlich ist es ein ernstes Thema. Ja. Auch der Schrifttyp ist ja sehr bewusst gewählt. Das merkt man ja, es ist so ein bisschen gamey. Ja, da ist App-House-Kollegen sind da gut drin. 1, 2. Vielleicht noch als eigene Erfahrung. Wir haben bei uns die Meeting-Struktur auch mal gechallenged, sind über 3 Runden Design Thinking gegangen und ich wäre froh gewesen, wir hätten sowas gehabt. Einfach. Also wenn du dich tatsächlich mit dem Thema Meeting-Kultur, Meeting-Struktur befasst, musst du einfach Zeit investieren und da finde ich das toll, weil das alles so komprimiert auf den Karten ist und was ich auch super finde, ist, dass ihr 2 Varianten habt. Also einmal ne, so diese Team, auf Team-Level diese Meetings und auf der anderen Seite, wenn du eher an die Landschaft gehen willst, das sind dann Projektmeetings, ne? So diese Geschichten finde ich super, weil ihr beides bedient. Also, danke schön. Ich finde es auch aus der agilen Brille, ist es eigentlich eine Retrospektive fokussiert auf Meetings.
Geht wirklich, nehmt euch Zeit dafür, was läuft, was läuft nicht. Verbessern, was eine Ideen. Also das ist schon, ich finde es super, ja. Und vielleicht, ja, du zuerst. Detail. Wie würde es funktionieren, weil du es gerade sagst, wie würde es funktionieren, wenn der oder die, die das Meeting wirklich verantwortet, nicht dabei ist? Denn du sagst ihnen ja auch immer, was du hier aufgesetzt hast, bringt uns nichts. Oder musst du das hören? Ich glaube, die Veränderungsbereitschaft kommt auch durch das Hören, dass es vielleicht nicht hilfreich ist an vielen Stellen. Und ich glaube, da ist halt auch eine Offenheit im Raum gegeben. Ich wollte einen Satz noch zum Abschluss sagen, weil ich gucke jetzt schon, ich glaube, der Erik hat noch eine Frage. Ich würde, was ich gerne noch mal sagen würde, also es ist komplex, das ist uns klar, es ist kein einfaches Thema und es ist jetzt nicht so, ich spiele mal schnell was, sondern aber es ist auch ein komplexes Thema. Aber was wir festgestellt haben, alle Kritik zum Trotz sagen die Leute, sie kommen darüber ins Gespräch. Und das auf einer anderen Ebene, wie dieses, du bist schuld, dein Meeting ist schlecht. Sondern allein dieses einfach mal auf einer Karte und Rollen und ein paar Inspirationen macht es ein bisschen leichter, dieses Thema zu greifen und darüber zu sprechen. Erik. Ja, ganz kurz. Also vielen Dank aus dem Off. Ganz pragmatisch, kann man euch buchen? Kann ich euch mit unser Team... Das wird es leichter machen, irgendwie. Nee, aber wir könnten dich zum Facilitator ausbilden. Genau. Wir sind gerade tatsächlich dabei. Wir wollen Sessions anbieten, also für Multiplikatoren, sag ich jetzt mal, für Facilitator. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass du vielleicht einer davon wirst. Oder man darüber jemanden, weiß immer noch nicht, buchen oder mal einladen kann, sagen wir mal so. Oder wir machen mal ein virtuelles Train-the-Trainer-Training für das Ganze. Das könnte man ja auch mal überlegen dann im nächsten Film. Hendrik macht dann nächstes Jahr CLC24 Best Practice Series. Ja, erklär das mal meiner Chefin. Aber ernsthaft, also der Kommentar kam ja auch eben, es ist, glaube ich, schon hilfreich, weil es so komplex ist, dass es dort am Anfang Mediatoren oder Trainer gibt, die das Thema halt auf den Tisch bringen, weil es dann vom Team auch angenommen wird. Ich bin jetzt Comms-Lead bei uns im Team. Wenn ich das jetzt verkaufen müsste, wäre das schwierig. Also da muss man, glaube ich, schon tiefer drin sein in dem Thema, damit es auch wirklich ein Added Value hat und nicht nur eine Spielerei ist und nachher es nicht gelebt wird. Aber sehr interessant. Vielen Dank. Auch wir sind schon ein bisschen über der Zeit. 15 Minuten, wir jetzt auch abschließen an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt und ich glaube, Folien, die laden wir irgendwo hoch, oder?